Willkommen zurück. Auch an einem Digitaltag kann es ab und zu ein kleines digitales Problem geben. Aber es freut mich, dass wir wieder zurück im Livestream sind. Willkommen hier im Keller des Erlacher Hofs. Mein Name ist Miriam Gantert und wenn ich gerade nicht den Digitaltag moderiere, beschäftige ich mich mit den genau gleichen Themen wie heute: sinnvolle Innovation und Digitalisierung, die den Menschen ins Zentrum stellt. Ich bin seit einigen Jahren hier in der Berner Startup-Szene unterwegs und ein Team oder ein Projekt, das man dort absolut kennen muss, sind die Power Coders. Deswegen freue ich mich auf die nächste halbe Stunde mit zwei alten Bekannten, bei denen es genau um diese Themen geht, die wir die ganze Zeit hören. Denn eine smarte Stadt, eine smarte digitale Zukunft, die braucht natürlich auch die entsprechenden Fachkräfte. Wie wir aber wissen, gibt es in der Schweiz einen eklatanten IT-Fachkräftemangel. Gleichzeitig ist Christian Hirsig als IT-Unternehmer in den Kontakt gekommen mit dem Thema Flüchtlinge. Und ganz im unternehmerischen Sinn hat er sich gedacht, hey, wie können wir diese zwei Dinge nicht zusammenbringen und beide Probleme lösen? Und hat so die Programmierschule für Flüchtlinge Power Coders 2016 eröffnet. Einer der ersten Absolventen war Hussam Alaham und heute ist er Programmmanager bei Power Coders. Ich freue mich, die beiden natürlich digital auf Zoom begrüßen zu dürfen. Und Christian, wird dir gerade das Wort übergeben. Erzähl uns mehr zu Power Coders. Super, danke Miriam für die Einleitung. Ja, mein Name ist Christian Hirsig, wie schon gehört. Ich bin hier im Raum Bern aufgewachsen, habe Betriebswirtschaft studiert, habe dann eine IT-Firma gegründet. Und als ich die dann 2014 übergeben habe, habe ich mir überlegt, was man Sinnvolles machen könnte, wie das Miriam so schön gesagt hat, und bin dann auf die Idee von Power Coders gestoßen. Es sind eigentlich zwei Dinge, die Power Coders ausmachen. Das eine ist auf der einen Seite sicherlich der Fachkräftemangel, den ich selbst als IT-Unternehmer erfahren habe. Und das zweite war dann gerade in der Zeit 2014, 15, 16 war die Flüchtlingswelle mit der Krise in Syrien. Auch Hussam ist Syrer, wird uns später ein bisschen mehr erzählen, auch warum er das Land verlassen musste und warum er jetzt in der Schweiz ist. Aber vielleicht ganz kurz, was ist Power Coders überhaupt? Weil Power Coders kennt wahrscheinlich nicht jeder, hoffentlich bald ganz viele. Power Coders ist eine Programmierschule für Flüchtlinge, aber es ist nicht nur eine Schule, sondern es ist ein Berufsintegrationsprogramm. Also bei uns geht es nicht nur darum, die Leute auszubilden und an die IT heranzuführen, sondern bei uns geht es in erster Linie darum, dass sie einen Job erhalten, dass sie unabhängig von der Sozialhilfe leben können. Aber das steht absolut im Zentrum und das zeigt sich dann auch an unseren Wirkungszielen. Also bei uns, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Es geht nicht darum, Gewinne zu schreiben, sondern bei uns geht es darum, Ziele zu erreichen, Wirkungsziele zu erreichen. Und einerseits messen wir uns daran, wie viele unserer Teilnehmer bringen wir in Praktikum. Das sind bei uns 90%, also 9 von 10 gehen effektiv ins Praktikum und Praktikum ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dann 60% finden im Anschluss dann auch eine Festanstellung und das bedeutet für diese Menschen Unabhängigkeit, es bedeutet Freiheit, es bedeutet auch wieder berufliche Erfüllung. Also ganz, ganz wichtige Ziele und vielleicht im Vergleich, das ist auch noch wichtig, wenn man das mit der Schweiz vergleicht und anderen Integrationsprojekten, da liegt der Schnitt bei 30%. Also wir machen da wirklich einen ganz, ganz tollen Job, ein Team von 10 Leuten verteilt in der ganzen Schweiz und wir sind auch unglaublich stolz darauf, auf diese Zahlen. Ich möchte Sie ganz kurz durch unser Programm führen. Also unser Programm startet mit einer Rekrutierung. Auch das ist eher ungewöhnlich für ein Berufsintegrationsprogramm im Migrations- oder Flüchtlingsbereich. Normalerweise schreibt man sich für solche Programme ein. Das funktioniert in der IT leider nicht, dass man sich einfach einschreiben kann, weil spätestens, wenn es dann um die Berufswahl und die Jobrekrutierung geht, spätestens dann werden ganze harte Messgrößen an den Start geführt und deshalb ist bei uns schon ganz am Anfang, muss man gewisse Eignungstests bestehen, man kommt zu einem Interview, wir schauen auch, wie gesund und belastbar diese Menschen sind. Es macht einfach keinen Sinn, jemanden in so ein Programm reinzunehmen, der dann schließlich nicht geeignet ist, nur seine Zeit in dem Sinne verschwendet im Programm und dann am Schluss realisiert, ich kann das ja doch nicht und dann eigentlich fast schlechter dasteht als vor dem Programm. Und deshalb hat bei uns die Rekrutierung einen ganz wichtigen Teil. Bei uns bewerben sich pro Durchführung zwischen 100 und 200 geflüchtete Menschen.
Und davon laden wir circa 50 zu Vorstellungsgesprächen und IT-Tests ein. Und wir haben dann circa 20, die effektiv in eine Klasse kommen. Da, wenn die Klasse zusammen ist, gibt es noch Testwochen, nennen wir das. Das ist so eine Vorbereitung. Und bei diesen Testwochen kann es auch noch sein, dass 2, 3 rausfallen, die einfach merken, IT ist nicht mein Ding. Sie werden vielleicht qualifiziert, aber merken, dass sie sich einfach nicht motivieren können, dass sie die Energie nicht finden. Und so ist eigentlich eine durchschnittliche Klasse, ist irgendwo so zwischen 16 und 18 Teilnehmern. Und die werden dann in 7 Wochen machen die Frontend-Coding. Frontend bedeutet beispielsweise eine Webseite bauen. Das sind dann so Technologien oder Programmiersprachen wie HTML, JavaScript, CSS. Also wirklich so Basistechnologien. Wir haben das sehr bewusst gemacht, weil man beim Webseitenbauen halt wirklich auch sieht, was man tut. Also ist ganz, ganz schön eigentlich, weil man direkten Feedback hat. Wenn ich jetzt beispielsweise im Backend, also hinten beim Computer gewisse Dinge mache, dann habe ich nur eine Message, es funktioniert nicht. Und das ist halt dann schwieriger eigentlich motiviert zu bleiben. Und in diesen 7 Wochen bereiten wir sie auch sehr intensiv auf unseren Karrieretag vor. Unser Karrieretag, der findet immer in der Mitte des Programms statt. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine große Jobmesse. Und da kommen dann unsere Firmen, kommen an diesen Karrieretag, stellen sich vor. Wir machen auch immer Firmen on Stage. Also da geht nicht der Teilnehmer auf die Bühne und muss sich vorstellen, sondern da geht die Firma auf die Bühne und stellt dann die Firma vor. Und dann findet eine Art Speed-Dating statt. Also jede Firma kann dann jeden Teilnehmer kennenlernen in einem ganz kurzen Format. Die erste Kontaktgespräche, die dauern so 3 bis 5 Minuten. Aber auch aus der Forschung weiß man, dass in diesen 3 bis 5 Minuten schon sehr viel entschieden wird. Also ist mir jemand sympathisch, passt der in unser Team? Und dann nach dem Karrieretag matchen wir dann unsere Teilnehmer mit den Firmen für wirkliche Vorstellungsgespräche. Und da ist das Ziel, dass dann jede Firma circa 5 Teilnehmer einladen kann und jeder Teilnehmer im Schnitt etwa bei 5 Firmen vorbeischauen kann. Und dann schauen wir, dass wir dann nicht die sind, die eigentlich dann die Firma und den Teilnehmer verbinden, sondern wir schauen, dass die sich gegenseitig füreinander entscheiden. Weil gerade dieses gegenseitig füreinander entscheiden ist ganz, ganz wichtig, weil im Praktikum geht's auf und ab. Das geht nicht immer gut. Da kommen Herausforderungen, wie auch ganz im normalen Leben. Und da ist es besonders wichtig, dass die dann sich füreinander entschieden haben und nicht am Schluss sagen, ja, PowerCoders hat mich einfach nicht gut gematcht. Der zweite Teil, wenn dann die Teilnehmer mit den Firmen gematcht sind, ist der zweite Teil wirklich eine Vorbereitung auf den Praktikumseinsatz. Also jemand, der jetzt zu einer Firma geht, die beispielsweise eine Webagentur ist und mit dem Framework React Webseiten in JavaScript programmiert, da bereitet sich dann der Teilnehmer auch wirklich in React vor, dass wenn er ins Praktikum geht, dann schon wirklich eine gute Basis hat, also die Tools schon kann und sich dort zurechtgefunden hat. Natürlich nicht vergleichbar mit einem IT-Studium, ganz klar, aber wir bereiten einfach die Leute einfach für die nächste Stufe, für den nächsten Schritt vor. Und wenn der Kurs vorbei ist, der im gesamten 13 Wochen dauert, dann gehen die Teilnehmer ins Praktikum und das Praktikum dauert idealerweise 6 bis 12 Monate, weil wir halt wirklich auch gemerkt haben, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis jemand, der auch von einem anderen kulturellen Hintergrund kommt, bis der dann effektiv in der Firma ankommt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass genügend Zeit im Praktikum zur Verfügung steht. Und nach dem Praktikum gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist beispielsweise eine Lehre zu machen, eine IT-Lehre. Eine Möglichkeit ist eine Festanstellung. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Und dann gibt es aber auch viele Teilnehmer, die sagen, ich würde eigentlich gerne weiter studieren. Da versuchen wir sie dann zu überzeugen, dass ein berufsbegleitendes Studium eine tolle Option ist in der Schweiz. Und dann schauen wir, dass die eine Teilzeitstelle bekommen bei der Firma und gleichzeitig dann beispielsweise an der Fachhochschule studieren. Da wir ja jetzt Leute hier dabei haben, die potenziell IT-Firmen kennen und die selber auch in der Wirtschaft unterwegs sind, richte ich mich mit einer ganz konkreten Anfrage an Sie. Es gibt Möglichkeiten, wie Sie die PowerCoders unterstützen können. Wenn Sie eine IT-Firma haben oder jemanden kennen, der eine IT-Firma hat, dann könnten Sie die von PowerCoders unterrichten.
und denen sagen, dass man solche Praktikumsplätze anbieten kann. Das ist eine ganz sinnvolle Aufgabe für eine IT-Firma. Wir haben auch gemerkt, dass die IT-Firmen daran wachsen, auch die Mitarbeiter. Es ist schön, sich kulturell so auszutauschen und jemandem, der sonst vielleicht nicht eine Chance bekommt, so eine Chance zu geben. Aber auch wenn Sie keine IT-Firma haben, es gibt Möglichkeiten. Sie können beispielsweise bei uns als Freiwilliger oder Freiwillige mitmachen. Wir haben etwas, das nennt sich Jobcoaching. Da matchen wir unsere Teilnehmer fürs Praktikum mit Leuten aus der Industrie. Das muss nicht unbedingt IT sein oder es ist sogar vorzugsweise nicht zwingend IT. Das sind einfach Menschen, die schon länger am Schweizer Arbeitsmarkt unterwegs sind, die den Schweizer Arbeitsmarkt kennen, die mit unserer Kultur vertraut sind und dann so ein bisschen als Übersetzer für unsere Teilnehmer funktionieren. Und das Letzte, wenn jetzt jemand wirklich voll beschäftigt ist und sagt, freiwillig arbeiten kann ich leider auch nicht, dann darf man auch gerne Spende machen bei PowerCoders, kann man auch von den Steuern abziehen, vielleicht auch eine wichtige Mitteilung. Also man kann auf unsere Webseite gehen, powercoders.org, und kann sich da bei uns melden. Das vielleicht als kurze Einleitung, was ich jetzt machen möchte. Ihr habt das schon, Sie haben das schon gehört. Der Hussam Alaham ist bei uns. Hussam und ich haben uns in der ersten Durchführung kennengelernt. Der Hussam war bei uns im Kurs und wir haben uns haben dort wirklich gemerkt, dass wir auch toll zusammenarbeiten können. Und dort habe ich dann mit Hussam haben wir darüber gesprochen, wie effektiv Hussam in die Schweiz gekommen ist. Und ich denke, das ist jetzt etwas, das toll ist, wenn man das hier auch erfahren kann, bildet auch ein bisschen die Grundlage, um nachher das Gespräch effektiv dann auch Fragen zu stellen. Vielleicht so jetzt die erste Frage. Ich spreche jetzt ein bisschen langsamer auch für Hussam. Ich bin immer ein bisschen schnell unterwegs, aber ein bisschen langsamer für Hussam. Also Hussam, eine direkte Frage an dich. Du bist in Syrien aufgewachsen und musstest dann, da kam eine Zeit, wo du dein Land verlassen musstest. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das war, als du dein Land verlassen musstest und auch, wie dein Weg dann in die Schweiz erfolgt ist? Ja, guten Morgen miteinander. Als Chris schon und Miriam, mein Name ist Hussam, ich bin aus Syrien. Ich war hier in der Schweiz seit 5 Jahren und seit 4 Jahren arbeite ich, oder ich bin mit PowerCoders, zuerst als ein Teilnehmer und nachher als Mitarbeiter. So, ich bin ein Vater, ich habe 2 Töchter. Die ältere war geboren in Syrien und die zweite war geboren im Libanon. In Syrien war ich als Graduate, Fresh Graduate. Ja, ist ein bisschen schwierig für mich, diese ganze Geschichte immer zu wiederbringen. Aber ja, ich war eine, ich kann sagen, like, ich war ein successful junger Mann. Ich war neu, fresh graduate, ich habe meine Lieblings verheiratet und ich habe meine erste Tochter bekommen. Ich habe verschiedene Stellen gearbeitet mit vielen Leuten und viele Projekte, viele Ideen auch für neue Projekte. Und ja, das war im 2010 und 11. Ja, das Zukunft scheint sehr gut. Viele Pläne für die Zukunft, viele Ideen, viele Projekte und möchte auch immer, konnte ich nicht denken, dass einen Tag vielleicht bin ich draußen aus meiner Heimat, mein Home. Ja, das war sehr schwierig, wenn das Krieg auch begann. Ja, und warum mein Deutsch ist nicht so gut nach 4 Jahren oder 5 Jahren ist, der Grund ist, bin ich seit 4 Jahren mit PowerCoders angestellt und die Hauptsprache ist Englisch. Und das war meine Hauptziel ist, selbstständig zu sein und
die anderen Leute auch zu helfen und diese Stelle, dass ich liebe, auch machen. So, die ganze Geschichte hat schon angefangen im 2011 und zwischen 2011 und 2012 habe ich viel versucht, in Syrien zu bleiben. Ich war schon ein Flüchtling in Syrien, in verschiedenen Orten. Und das war die Idee, ich bin rausgehen, ist nicht eine Möglichkeit. Aber am Ende 2012 habe ich gefunden, dass es ist nicht möglich und ich muss draußen fliehen. Für ein neues Leben und für meine Sicherheit und meine Familie. So, ich bin nach Libanon gegangen in 2013, im Januar. Und dort auch habe ich zuerst eine schwierige Zeit, dass ich ich konnte nicht denken, dass das ist passiert für mich. Ich habe immer gedacht, das ist ein Traum und ist schon weg. Und immer das mit dieser positiven Mentalität, es würde nächste Woche oder nächste Monat besser und gehen wir zurück. Aber das ist schlechter geworden, Tag von Tag. Und ich kenne, dass ich muss noch einen neuen Weg gehen und Leben muss weitergehen. So, ich habe schon versucht zu arbeiten, die anderen zu helfen, auch Volunteer mit anderen Organisationen wie UNESCO, World Vision, UNHCR und war auch ein bisschen aktiv. Und ich habe zuerst mit UNHCR als Flüchtling angemeldet im Libanon und auch ich habe für die Resettlement angemeldet und habe schon gewartet für Quiet viel Zeit, lange Zeit. Wie lange hast du gewartet, Hussam, bis du das Resettlement-Programm machen konntest? So, ich habe schon im Libanon vor drei Jahren gelebt und das war zuerst als Flüchtling angemeldet und nach einem Jahr für die Resettlement-Projekt angemeldet, so ungefähr jetzt zwei Jahren. Für verschiedene von meinen Kollegen und Freunden, es war nicht eine Möglichkeit, sie haben schon nur ein bisschen oder einige Monate gewartet und nachher, das Leben war so schwierig für diese Leute und sie haben nach Türkei, Griechenland und nachher nach Europa kommen, aber das war nicht eine Möglichkeit für mich. Ich habe meine Tochter, ich habe meine Frau und ich versuche, anderen zu helfen und verschiedene... Also war es zu gefährlich für dich, die normale Fluchtroute zu gehen? Du hast gewartet und hast gewartet und dann bist du eigentlich mit dem Flugzeug in die Schweiz gekommen, nicht wie andere Flüchtlinge über den Land oder Wasser. Genau. Ja. Nach einer langen Zeit habe ich einen Anruf bekommen von UNHCR, dass die Schweizer Swiss Embassy hat mein Profil auswählen für ein Resettlement-Check. Und nach einigen Interviews, das passiert. Also ich habe eine sehr glückliche Geschichte und ich habe nur mit Flugzeug, mit meiner Frau und Tochter, zwei Töchtern, von Beirut nach Zürich. So, das war eine andere Geschichte. Und das war mein Ziel. Wie war es, als du in die Schweiz gekommen bist? Wie wurdest du da empfangen? Wie war das so in einer anderen Kultur, in einem kalten Land mit so vielen anderen Menschen? Wie war das für dich, hier anzukommen? Es war zuerst sehr kalt, mit viel Schnee. Und das ist nicht normal für mich. Aber wenn jemand mit die positive Mentalität bekommen, immer können einen Weg finden. Das war im November 2015.
hier in der Schweiz. Wir haben die ersten 14 Tage im Camp bleiben. Ich kann nicht, wie die anderen vielleicht sagen, das war eine schlechte Geschichte oder so, weil es war für mich sehr gut. Ich habe mit den Leuten gut Kontakt gehabt, auch im Camp, mit der Security oder die Staff dort. Und sie waren auch sehr nett, sehr respektvoll. Und nach 14 Tagen habe ich meine Wohnung im Langental bekommen, in Melchnau, eine kleine Dorf im Langental. Auch dort habe ich eine gute Geschichte mit den Leuten. Ich war einmal mit meiner Frau, wir haben schon einkaufen, und eine alte Frau, ungefähr 70 Jahre alt, und ich immer höre von den anderen Leuten, dass hier die Leute sind nicht vielleicht sehr nett, vielleicht du bekommst, ich weiß nicht, diese, aber diese Frau hat uns von so weit gesehen, und sie hat uns besuchen oder kommen und begrüßt uns, und sie hat gesagt, das ist dein neue Home, und wir haben schon ein kleines Gespräch gehabt, und wir haben schon gesagt, wir sind eine Family aus Syrien geflüchtet und seit nur einem Monat, und sie war sehr nett, sie hat gesagt, das ist deine Heimat, zweite Home, und das war sehr sensitiv für mich. Ja, Husam, was war das Schwierigste, als du in die Schweiz gekommen bist? Was waren die größten Herausforderungen? So, zuerst, das war die Sprache. Und auch die neue Kultur zu verstehen. So, von der ersten Woche, ich komme an meine Wohnung, habe ich ein Internet, habe versucht, auch die Verwaltung Leute zu helfen, weil ich möchte nicht zu Hause nur bleiben. Und habe schon versucht, eine Stelle zu finden. Und die Requirements sind immer die gute Sprache, Kenntnis, Englisch und Deutsch. So, denn es war mit Englisch, das war okay, aber wenn ich finde, dass Deutsch, dann alles ändert. Auch psychologically, nur zu resettle oder ein bisschen ruhig, diese neue Kultur, dieses neue Land, weil zuerst konnte ich nicht auch das System verstehen, nicht nur das Lebenssystem, auch die Ökonomie, die Transportsystem, alles sind neu, und ich musste auch mit allen vielleicht familiär sein. Vielleicht dort ist es wichtig für Schweizer zu verstehen, Husam, für Schweizer zu verstehen, als ich in Jordanien war, ich glaube, mir ging es genau gleich, wie es dir hier ergangen ist, aber ich musste nach Jordanien reisen, um zu erfahren, wie unterschiedlich die arabische Kultur von der europäischen ist. Beispielsweise gab es ein Meeting, und dann hieß es einfach, das Meeting findet am Morgen statt. Aber das Meeting war nicht um 10 Uhr. In der Schweiz sind die Meetings um 10 Uhr und die fangen dann auch um 10 Uhr an. Und in Jordanien war das Meeting am Morgen, und dann kommt man mal und dann trinkt man etwas zusammen und dann ist alles im Fluss. Und ich glaube, wenn alles so im Fluss ist und dann plötzlich alles so abgehackt und organisiert ist wie in der Schweiz, das ist schon ein Kulturschock. Vielleicht, um eine letzte Frage zu stellen, Husam, dass wir dann auch die Teilnehmer noch involvieren können. Wie war es für dich dann, als du bei Powercoders angekommen ist? Also was war das Wichtigste? Warum braucht es Powercoders? Was hat Powercoders dir geholfen, was du nicht alleine geschafft hättest? Ja, genau. Als habe ich schon gesagt, ist als eine neue Person in der Schweiz habe ich
mein Heimatortland verlassen und habe ich keine Community, keine Family, keine Freunde, kein Netzwerk. Es ist sehr schwierig, als ich habe zuerst erzählt, von einer successful Person bis hast nichts. Ein Tag du hast nichts. So ich habe schon versteht, dass ich muss ein neues Netzwerk, eine neue Community, auch neue Freunde bekommen. Weil ich hatte viele von diesen in meiner Home City. So die erste Jahr habe ich für die ganzen Jahr intensiv Deutschkursen gehabt. Auch seit die 4 letzten Jahren habe ich nicht viel praktisch gemacht. Und nach einem Jahr mit diesen Intensiv-Integration-Kursen zu diesem neuen Land verstehen, die Leute, die Kultur. Und ich hätte auch keine Chance für einen Job, weil es ist sehr schwierig und es braucht Zeit. Und alle sagen mir, like, du musst nach Universität gehen, du musst etwas studieren oder einen Job sowieso finden, vielleicht im was ich liebe oder nicht. So, das war auch schwierig. Ich habe schon... Christian und Tristan, ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Wer von euch im Zoom ist, wir fahren gerade wieder weiter und ihr dürft gerne noch spannende Fragen an Hussam und Christian stellen. Für unsere Gäste im Livestream geht es gleich weiter und deswegen möchte ich an der Stelle noch mal kurz sagen, die Geschichte von Hussam ist nur eine von Hunderten. Ich glaube, Christian, vielleicht kannst du dann im Zoom noch ein bisschen mehr erzählen.